das Amazonas-Tiefland in Bolivien. Ein Ökosystem, das für uns alle wichtig ist. Seit jeher leben hier Menschen im Einklang mit der Natur. Aber im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich die Lage verändert. Industrielle Ausbeutung natürlicher Ressourcen bedroht das sensible Ökosystem und damit auch die Menschen, die hier leben. Ein Umgang mit der Erde, der ihr selbst und den Menschen, die auf ihr leben, gerecht wird, scheint in weite Ferne gerückt. Doch es geht anders. Es gibt Lösungsansätze und Ideen. Projekte, wie sie Miserio etwa zusammen mit den Partnerorganisationen Pastoral Socia Caritas Reyes und Ceches durchführt, bieten Ansatzpunkte für den Erhalt der Natur und ein besseres Leben für die Menschen vor Ort. Kleinbäuerinnen und Kleinbauern praktizieren neue Modelle einer nachhaltigen Landwirtschaft und setzen sich für die Rechte der indigenen Bevölkerung ein, die durch ihre naturverbundene Lebensweise den Erhalt des Regenwaldes garantiert. Auch hier in Deutschland zeigen einzelne Projekte, dass es anders geht. Auf verschiedenen Ebenen setzen sich Menschen und Organisationen dafür ein, dass Verantwortung übernommen werden muss. International und auch in Deutschland. Für Handelsketten, für die Folgen agrochemischer Produkte und einseitiger Landausbeutung. An Möglichkeiten internationaler Regulierung wird gearbeitet und geforscht. Es ist Zeit für Veränderungen. Die Dinge stehen im Zusammenhang, miteinander und mit uns. Wir können voneinander lernen und zusammen für eine nachhaltige Landwirtschaft und für den Erhalt der Schöpfung einsetzen. Es geht anders. Herzlich willkommen, liebe Gäste, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrter Herr Bischof, sehr geehrter Herr Spiegel, liebe Frau Professorin van Aken, liebe Frau Elis hier auf dem Podium, und wir warten noch auf Herrn Kolke, der sich jeden Moment dazuschalten müsste. Und Sie alle an Ihren Bildschirmen zu Hause oder unterwegs, ziemlich verteilt in der Welt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich begrüße Sie zu unserer Podiumsdiskussion Es geht anders, Konfliktfelder einer gerechten Landwirtschaft im Rahmen der Eröffnung der Miserio Fastenaktion 2021 im Bistum Hildesheim. Una bienvenida especial también a nuestros participantes en Bolivia. Para seguir la traducción. Ich möchte ganz herzlich auch die bolivianischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer grüßen. Wenn Sie der Konferenz und der Diskussion auf Spanisch folgen möchten, wechseln Sie bitte das Szenario und wechseln Sie auf Spanisch. Diese Diskussion gemeinsam mit 150 Menschen vorbereitet. Wir, das sind in dem Fall die Akademie des Bistums Hildesheim, gemeinsam mit Miserio und der Diözesanstelle Weltkirche unseres Bistums. Und die 150 Menschen, das sind die Teilnehmer unserer vorbereitenden Workshops. Sie haben vielleicht ein bisschen Material schon sehen können in unseren virtuellen Ausstellungsräumen, sonst können Sie das auch später noch tun. Und ein Extrakt dessen, was in den Workshops erarbeitet worden ist, sehen Sie auf jeden Fall gleich. Wir zeigen Ihnen kleine Filme, die aus diesen Workshops entstanden sind, und die Fragen, die in den Workshops erarbeitet worden sind, an das Podium jetzt hier, die werden einen Teil unserer Diskussion ausmachen. Mir persönlich ist aus der Vorbereitung und der Vorbereitungszeit vor allem ein Dringlichkeitswiderspruch besonders eindrücklich im Gedächtnis geblieben. Ein Zusammenspiel von Karten und Zahlen auf der einen Seite und eine Reflexion über die Veränderbarkeit der Welt andererseits. Letzteres aus dem Projekt Weltverbesserung, einer Essay-Reihe aus dem Deutschlandfunk, über den ich an anderer Stelle diskutiert habe. Da ist an einer Stelle die Frage, warum Utopien scheitern. Und es heißt dort, die Ideen sind da, doch wir sind noch nicht so weit. Und auf der anderen Seite Gonzalo Kolke. Der hat im Workshop Agrarindustrie Zahlen und Karten bereitgestellt, die das unvorstellbare Ausmaß der Veränderung der Landwirtschaftsräume in Bolivien seit 1990 zeigen und der Räume da überhaupt. Allein das Ausmaß ist unvorstellbar. Und da reden wir ja noch gar nicht von Zusammenhängen und Folgen.
Einige Bilder haben Sie ja gerade schon gesehen. Wie kann es da sein, dass wir noch nicht so weit sind? Und wann sind wir denn so weit? Entwickelt wird dann in diesem Projekt Weltverbesserung an einer Stelle die Idee, ein Gegenbegriff zur Utopie, eine konkrete, erweiterte Vorstellung von Heimat zu etablieren. Heimat als der Grund und das Netz von Beziehungen, von denen ich abhänge, und das Netz meiner Zuneigungen, sodass sich in meinem Kopf die Lücke schließt zwischen meinen Steuern und den Krankenbetten hier und anderswo, dem Elektroauto und den Salzseen auf dem Altiplano von Bolivien und genauso könnte ich sagen, dem Rindersteak und dem Verlust des Regenwalds. Dann ist Heimat ein Raum, der sehr viel weiter ist als der Ort, an dem wir gerade sind. Und darum soll es heute gehen, wie wir diese Lücke schließen können in unserem Bewusstsein, aber gerade auch eben nicht nur dort, wenn unser Bewusstsein nämlich so langsam ist. Wenn Sie während der Podiumsdiskussion Fragen haben, heben Sie die unbedingt auf. Sie haben nach der Podiumsdiskussion die Möglichkeit, unsere Podiumsgäste einzeln in virtuellen Räumen zu sprechen und dort über Ihre Fragen zu diskutieren. Also nutzen Sie die Chance, vergessen Sie Ihre Fragen nicht und bleiben Sie nach der Podiumsdiskussion noch hier. Und ich sehe, inzwischen ist auch Gonzalo Kolka angekommen. Wie schön, herzlich willkommen in unserer Runde. Jetzt erstmal zu unserer Diskussion. Ich freue mich außerordentlich über unser Podium, dass wir so hochkarätige und so vielfältige Kompetenzen hier zusammenbringen konnten. Und ich freue mich jetzt an Angela Ehlis übergeben zu können, die unsere Gäste gleich vorstellen wird und die Diskussion moderieren wird. Sie kennen sie vielleicht als Autorin oder als Moderatorin, vielleicht aus dem Wissenschaftsmagazin Nano oder auch aus ZDF Umwelt. Sie ist auch studierte Theologin, das wusste ich zumindest vorher gar nicht. Frau Ehlis, ich freue mich sehr, dass Sie da sind und wünsche uns jetzt eine spannende Diskussion. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Bendels, für die freundliche Begrüßung und auch für die großartige Vorbereitung. Ich darf das sagen, denn ich habe mich natürlich im Vorfeld mit dem beschäftigt, was da gelaufen ist. Und ich kann Ihnen versichern, es wird sehr, sehr spannend, weil wir Podiumsgäste aus verschiedenen Perspektiven haben, sowohl von politischer als auch von juristischer, von kirchlicher und eben auch global bis hin nach Bolivien. Ich stelle Ihnen jetzt unsere Podiumsteilnehmer vor und beginne mit Frau Dr. Maria Flachsbarth. Sie ist seit 2018 parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Davor war sie aber in derselben Position im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Sie ist also wirklich voll im Thema drin. Sie ist auch seit rund 19 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestages, nimmt also teil an politischen Entscheidungen und ist dort Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und studierte Tiermedizinerin und promovierte Veterinärmedizinerin. Herzlich willkommen, Frau Dr. Flachsbarth. Ich begrüße auch ganz herzlich Frau Professorin Dr. Anne von Aken. Sie ist seit 2018 an der Alexander von Humboldt-Uni, also Professor, hat sie die Alexander von Humboldt-Professur für Recht und Ökonomik, für Rechtstheorie, Völker- und Europarecht an der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg und sie ist die Direktorin des Instituts für Recht und Ökonomik. Sie können sich vorstellen, dass sie Rechtswissenschaften studiert hat, das erste und zweite Staatsexamen. Sie hat aber auch noch Volkswirtschaftslehre und Kommunikationswissenschaften studiert und war wissenschaftliche Referentin gleich an zwei Max-Planck-Instituten, nämlich einmal für die Erforschung von Gemeinschaftsgütern und dann für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Herzlich willkommen, Frau von Aken. Wir sehen, wir haben eine ganz wunderbare Expertin hier mit in der Runde. Ein ebenso herzliches Willkommen auch an Bischof Dr. Heiner Wilmer. Er ist seit 2018 der 71. Bischof von Hildesheim. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. 1980 ist er in die Ordensgemeinschaft der Herz-Jesu-Priester eingetreten. 1987 wurde er zum Priester geweiht. Er hat in Rom und Freiburg studiert und als Lehrer und Schulleiter gearbeitet. Und das habe ich zum Anlass genommen, mir vorzustellen, dass ihm die nachfolgenden Generationen besonders am Herzen liegen. Und natürlich ist die Kirche auch
Landbesitzerin. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Vorbildrolle nimmt sie da ein und was sind die Impulse hier? Ein herzliches Willkommen auch an Monsignore Pirmin Spiegel. Er ist seit 2012 Hauptgeschäftsführer des bischöflichen Hilfswerkes Miserio. Er stammt selber aus einer Bauernfamilie, passt also auch zum Thema, hat studiert Philosophie und Theologie, wurde 1986 zum Priester geweiht und war von 1990 bis 2003 und dann nochmal 2010 Missionar in Brasilien, wo er unter anderem eine Familienlandwirtschaftsschule mitgegründet hat. Herzlich willkommen. Last but not least, wir freuen uns, dass es jetzt noch geklappt hat, Gonzalo Kolke, Exekutivdirektor der Fondación Tierra, einer Partnerorganisation von Miserio. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Master in Entwicklungsstudien am Institut für Sozialstudien in Den Haag und ist besonders interessiert an einem professionellen Management von Entwicklungsprojekten mit NGOs, aber auch mit Blick auf die internationale Zusammenarbeit. Sein Thema sind unter anderem sozioökologische Konflikte und wir haben es am Anfang schon in dem Film gehört, auch die Unterstützung der indigenen Völker in Bolivien. Herzlich willkommen. Ja, wir gehen gleich mitten ins Gespräch, denn unsere Zeit wird schneller um sein, als wir uns das vorstellen können. Und ich möchte mit Ihnen, Frau Dr. Flachsbart, anfangen, nämlich was sind denn so die aktuellen Impulse, Konzepte des BMZ zum Thema Es geht anders? Ja, herzlichen Dank, Frau Ehles, sehr geehrte Damen und Herren Mitdiskutanten. Zunächst mal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich hier bei Ihnen sein darf. Als Hannoveranerin ist Hildesheim mein Heimatbistum, deshalb bin ich gerne da. Als Präsidentin des KDFB arbeiten wir sehr, sehr gut, lieber Herr Spiegel, zusammen in der Solibrot-Aktion. Und dass ich heute jetzt die Rolle des BMZ ein wenig beleuchten darf, das freut mich tatsächlich ganz besonders. Die Frage von Ernährung, Bekämpfung des Hungers, auch im Rahmen der SDG-Kampagne, ist eine der zentralen Fragen, die wir auf unserer Agenda haben als BMZ. Und Bekämpfung des Hungers geht nur mit Landwirtschaft, und zwar mit nachhaltiger Landwirtschaft. Und nachhaltig heißt in diesem Zusammenhang selbstverständlich, dass Landwirtschaft wirtschaftlich vernünftig sein muss, sonst wird kein Landwirt arbeiten, dass sie sozial gerecht sein muss, also ohne Ausbeutung von Menschen, ohne Zwangsarbeit, ohne Kinderarbeit. Und sie darf darüber hinaus auch nicht auf Kosten der Umwelt gehen. Das ist unser Konzept. 2014 hat Bundesminister Gerd Müller die Sonderinitiative Eine Welt ohne Hunger, SEWO, ins Leben gerufen. Wir geben da jedes Jahr 1,5 Milliarden Euro in entsprechende Projekte zur Ernährungssicherung, zur Landwirtschaft und ländlichen Entwicklung in 35 Partnerländern und auch in Bolivien. Und wir sind jetzt gerade dabei, diese Initiative nochmal zu aktualisieren. Und wir sagen, eine Welt ohne Hunger innerhalb planetarer Grenzen. Also ein stärkerer Fokus jetzt, als wir das bisher noch gemacht haben, auf die Frage von Umweltverträglichkeit. Bolivien steht unter besonderen Herausforderungen. Ich will als erstes nennen den Klimawandel, der letztendlich dazu führt, dass auch Kleinbauernfamilien aus dem Hochland in die Tiefebene gezogen werden, auch geholt werden, dort Urwald urbar machen dürfen und es landwirtschaftlich nutzen dürfen. Auf der anderen Seite dann aber auch große Konzerne da sind, unkontrollierte Brandrodungen sind die Folge, Ausweitung der Viehwirtschaft, all das zeigt, dass dort eben nicht der Einklang, eine wirklich nachhaltige Landwirtschaft geschieht. Wir versuchen als Bundesrepublik Deutschland in bilateralen Entwicklungszusammenarbeit, aber auch und ganz insbesondere über die Kirchen, mit denen wir seit über 60 Jahren sehr erfolgreich, wie ich hoffe, in Bolivien zusammenarbeiten. Da geht es um Management von Wassereinzugsgebieten, da geht es um Bewässerungssysteme, da geht es um Waldschutz. Und wir arbeiten deshalb ausgesprochen gern mit den Kirchen zusammen, weil wir wissen, dass sie unmittelbaren Zugang zu den Ernsten haben. Häufig, da sind Netzwerke, die wir unmittelbar nicht haben. Und deshalb
sind diejenigen, mit denen wir besonders gern zusammenarbeiten, tatsächlich die Kirchen. Ich habe hier eine Zahl aufgeschrieben bekommen. Allein im Zeitraum von 2016 bis 2020 haben wir Vorhaben der katholischen Zentralstelle Miserior in Bolivien mit über 27,5 Millionen Euro unterstützt. Das ist zumindest das, was wir im Moment tun und das, was wir tun können. Danke. Ja, vielen Dank. Da ist ja vieles drin, worum es wirklich gehen muss. Aber irgendwie hat man ja doch ein bisschen den Eindruck, so viel verändert sich am Ende dann doch nicht. Herr Spiegel, wie sehen Sie das? Reicht Ihnen das oder was muss noch dringend passieren? Einige Wörter, Frau. Herzlich willkommen allen. Danke für die Möglichkeit. Die Vision, Frau Flachsbart, die Sie formuliert haben und auch konkret gemacht haben, in der Netzwerkzusammenarbeit mit gesellschaftlichen Kräften, mit zivilgesellschaftlichen Kräften, mit Kirchen, okay, dass Gerechtigkeit verbunden werden muss mit Entwicklung, den Entwicklungsbegriff anders denke, da sind wir auch sehr dabei. Wir von der konkreten Situation her habe ich Anfragen und da werden wir miteinander ins Gespräch kommen und da Vorschläge vielleicht entwickeln im Verlauf dieses Podiums. Agrarökologie, den Ansatz, den wir sehr fordern und auch prioritär sehen möchten, gerne auch im BMZ, wo zum Beispiel eine Referatsstelle für Agrarökologie gestartet werden könnte. Agrarökologie heißt für uns die ökonomischen Interessen, die politischen Interessen, die ökologischen und die kulturellen zusammenzudenken. Also einen ganzheitlichen Ansatz. Ich höre in Lateinamerika, besonders in Lateinamerika, immer wieder, unser Planet hat Fieber. Und Papst Franziskus schreibt, dass der Preis, des Fieber zu bekämpfen, höher ist als die wirtschaftlichen Erfolge oder die wirtschaftlichen Vorteile, die zu erringen sind. Da scheint es also einen Konflikt zu geben zwischen Wirtschaftlichkeit, zwischen kulturellem Wahrnehmen und Verteidigen von Völkern und es scheint und Interessen zu geben von der sozialen Gerechtigkeitsfrage her. Wie können wir das zusammendenken in einer, indem wir Agrar und Ökologie zusammenbringen? Uns ist ganz wichtig, dass wir einmal faire, lokale Vermarktungsprinzipien priorisieren. Uns ist ebenso wichtig, dass die Ziele, dass die Bevölkerung die Kontrolle an Saatgut, die Kontrolle an ihre Territorien nicht verlieren darf. Und es ist ebenso wichtig, dass integriert werden, also keine langfristige Monokultur, sondern kurzfristige Folgen von Anbau, um das zu variieren. Last not least, wir wollen die Vielfalt bestärken und die Diversität, weil wir Vielfalt und Diversität als Reichtum sehen. Und da bin ich sehr gespannt, wie wir heute weiterkommen, um dann ganz konkreten Vorschlag für die Betroffenen heute zu formulieren. Ja, vielen Dank. Das gebe ich jetzt direkt mal an Bischof Wilmer. Also wie kommen wir weiter? Unser Thema ist ja, es geht anders. Und Frau Flachsbart hat es gerade gesagt, die Kirchen sind ein wichtiger Partner. Wahrscheinlich ist die Politik auch für Sie, Herr Bischof Wilmer, ein wichtiger Partner. Aber was müsste anders gehen? Ja, sehr geehrte Frau Elis, zunächst einmal herzlichen Dank für diese Runde. Ich bin sehr froh, dass Miserior in diesem Jahr hier in Hildesheim die Faszination eröffnet. Und ich bin sehr dankbar auch der Akademie in Goslar für die Workshops und die 150 Menschen, die daran schon gearbeitet haben. Das finde ich großartig. Wichtig finde ich, Frau Flachsbart hat eben schon mal einen Punkt genannt, zusammen auch mit Pirmin Spiegel, dass wir zusammenarbeiten. Wir müssen zusammenhalten, alleine geht es nicht. Und wenn Sie mich, Frau Elis, nach der Kirche fragen und damit auch eine Frage indirekt stelle nach der Spiritualität, ich glaube, dass es fundamental ein Umdenken braucht. Ich sage es nochmal pointierter, ich bin davon überzeugt, dass unsere jüdisch-christliche Spiritualität weitergeschrieben werden muss. Mhm. Am Anfang dieser Spiritualität steht die Frage nach der Verantwortung, wenn es heißt, Kain, wo ist dein Bruder Abel? Die Frage nach den anderen Menschen, wie geht Frieden? Ich bin fest davon überzeugt, dass heute diese Frage ergänzt werden muss, um die Frage, Kain, wo ist deine Mutter Erde? Mhm.
weil unsere Gesellschaft, unsere Menschheit, das Soziale eng verknüpft ist mit dem Ökologischen, mit der Natur. Es gibt keine unterschiedlichen Krisen, sondern wir haben eine Krise. Das eine ist eng mit dem anderen verwoben und von daher brauchen wir ein neues Bewusstsein. Es reicht nicht nur in Aktionismen und Aktivitäten sind richtig, das ist alles richtig, aber wir brauchen fundamental ein Umdenken, das lautet, wir gehören alle zusammen auf dieser Erde, alle. Wir haben Verantwortung für alle. Das gilt übrigens auch im Umgang mit der jetzigen Pandemie. Es kann nicht sein, dass bestimmte Länder sich Impfstoffe beschaffen und andere haben das Nachsehen. Wir brauchen auch hier eine Gerechtigkeit, eine gerechte Verteilung der Impfstoffe. Also alles gehört zusammen und wir haben gemeinsam Verantwortung für das Haus der Erde. Herr Kolke, wir freuen uns, dass Sie mit in der Runde sind, auch eben mit dieser globalen Perspektive, um die es ja geht. Was ist Ihr Blick auf die Themen, die schon gerade mit auf den Tisch gelegt wurden? Ja, ganz vielen herzlichen Dank zunächst, dass Sie mich eingeladen haben zu dieser Podiumsdiskussion mit so hochkarätigen Teilnehmern. Ich werde versuchen, die Themen kurz aus bolivianischer Sicht anzureißen. Ein armes, kleines Land, wie die Verschiebung der Agrarfront oder des Agrarbusiness, das betrifft ja auch unsere Nachbarländer. Ich muss leider sagen, dass die Hauptlandwirtschaft in Bolivien heutzutage die Agrarindustrie oder Agrobusiness ist, die von multinationalen Unternehmen vorangetrieben wird. Und das Produktionsmodell ist hauptsächlich genmanipuliertes Soja, das exportiert wird, hauptsächlich nach Asien, um dort Vieh zu ernähren und auch in anderen Ländern für die Viehzucht verwendet wird. Wir haben also landwirtschaftliche Rohstoffe in unserem Land, die wir auch herstellen. Und in wenigen Jahren, in den letzten 20 Jahren, Bolivien ist zurzeit steht unter den ersten 10 Ländern der Hauptsojaproduzenten auf der Welt. Aber was in meinem Land passiert, ist Folge der gentechnisch veränderten Sojaanbaus in Lateinamerika. Hauptanbauländer sind Brasilien, steht an der Spitze, Nummer 1, unser Nachbarland, ebenso wie Argentinien, drittwichtigster Sojahersteller nach den USA, dann Uruguay, Paraguay im Süden Lateinamerikas. Also in der ganzen Mercosur-Region wird Soja hergestellt und zwar immer als Monokultur. Dieses erst kürzlich entstandene Modell hat viele Probleme geschaffen, auch in den Nachbarländern, aber ich spreche für mein Land. Zunächst die Umweltschäden, denn es handelt sich um ein Produktionsmodell im Amazonas, im Wald und auf indigenen Territorien, das heißt armen Gemeinschaften. Das Modell hat auch soziale Auswirkungen, denn es bedeutet, dass Länder oft den Ärmsten weggenommen wird und das bedeutet, dass sie Länder abgeben müssen und diese Länder werden dann von der Regierung anderen gegeben. Dieses Modell schafft so viele Probleme, besonders für die Ärmsten in unserem Land, die auf dem Land leben und diese armen Menschen müssen die Folgen dieser Agrarindustrie tragen. Politische Folgen, rechtliche Folgen, davon gibt es ganz viele. Wir haben jetzt nicht viel Zeit, ich kann nur kurz anreißen, dass
die Regierung in Bolivien große Veränderungen vorhersagt, was den Wald und die indigenen Völker angeht. Aber im Grund sehen wir diese riesige Lücke zwischen der Theorie und der Praxis. In der Realität werden Wälder illegal gerodet und abgeholzt. Wir sehen 200.000 abgeholzte Wälder pro Jahr. Und das, sowie eben auch Landraub und Vertreibung der Ärmsten. Also wir müssen vieles tun. Es gibt einige wichtige Themen. Wir müssen die nachhaltigen Systeme unterstützen, hin zu nachhaltiger Landwirtschaft. Ich denke, das ist die Hauptaufgabe, auch die Hauptherausforderung. Und ich habe gehört, dass das weite Netzwerk der Kirchen sich auch hier engagiert. Und das ist auch bei uns im Land von zentraler Bedeutung, wenn es um die Verteidigung der Umwelt und der ärmsten Völker geht. Und jetzt mein letzter Punkt. Wir müssen auch besondere Schutzmaßnahmen für den Wald auflegen. In dem Sojaanbaugebiet, da sind wir im Amazonas und das ist eben nicht nur Bolivien, sondern von internationalem Interesse. Und wir müssen eben auch die internationalen Standards für Umweltschutz anwenden. Und Bolivien sollte sich da engagieren und Teil des globalen Kampfes gegen den Klimawandel sein. Zu den Themen Agroindustrie und Agroforst kommen wir gleich. Ich möchte aber gerne Frau van Aken noch mit in die Runde nehmen. Frau van Aken, man hat ja so ein bisschen den Eindruck, als würde im Moment sehr viel immer darauf hinauslaufen, dass die Juristen es klären sollen, dass es irgendwie reguliert werden muss und das auch jetzt zunehmend ja in die Diskussion kommt. Auch das werden wir noch vertiefen. Die Natur braucht sozusagen jemanden, der für sie klagt. Wie sehen Sie das? Was kann sozusagen das Recht in dieser Lücke zwischen Theorie und Praxis tun? Herzlichen Dank auch erst einmal von meiner Seite für die Einladung. Ich finde das ganz spannend, hier dabei sein zu dürfen und vielleicht die rechtliche, aber auch die ökonomische Perspektive einbringen zu dürfen. Das Recht macht natürlich ganz viel. Wir handeln ja im Sinne, Recht ist unser Mechanismus, um Probleme auf der Welt zu lösen. Gespräch, aber auch Recht und Rechtsnormen. Und da gibt es ganz viele verschiedene, die in diesen Fragen eine Rolle spielen. Ich sag mal, nehmen wir das Beispiel, was uns gerade am nächsten ist, das EU-Mercosur-Handelsabkommen. Das ist, muss man leider sagen, was den Umweltschutz betrifft, nicht sehr stark aufgestellt. Es ist stark und hat sogenannte essentielle, wesentliche Bestandteile, die, wenn sie nicht eingehalten werden, dann kann man sehr leicht das Abkommen aussetzen. Das hat aber nicht geklappt für die Fragen des Klimaschutzes zum Beispiel. Und Sie sehen das, das Abkommen ist noch nicht ratifiziert. Es gibt Widerstände in den Mitgliedstaaten der EU, teilweise auch in den Mercosur-Staaten dazu, auch vom Europäischen Parlament. Aber bislang ist es eben erstmal so ausgehandelt worden. Ja, jetzt ist die Frage, ob man noch nachbessert. Ich glaube, es wäre dringend nötig, nachzubessern. Nun, die Frage ist, selbst wenn wir die Rechtsnormen haben, und ich glaube, das haben meine Vorredner auch angesprochen, insbesondere Herr Kolke, es ist eine Frage auch der Durchsetzung. Und die Durchsetzung hängt viel davon ab, ob wir die Anreize richtig setzen für die einzelnen Akteure, die dort maßgeblich sind. Das sind nicht nur die Kleinbauern, das sind auch die Agrochemie und die großen Produzenten. Ich nenne mal, weil das Soja angesprochen wurde, es gibt ein Soja-Moratorium. Das sind freiwillige Verpflichtungen der Industrie seit 2006, was zum Beispiel Cargill unterschrieben hat. Das heißt, es wird kein Soja gebaut, abgenommen von Flächen, Amazonasflächen, die abgeholzt wurden für den Sojaanbau. Na, wozu hat das geführt? Deswegen rede ich von den Anreizen. Dann haben die gesagt, naja, dann holzen wir halt ab für die Weidegebiete. Ja, das heißt, sie müssen die Anreize im Recht und egal, ob es
Völkerrecht ist nationales Recht oder sogenanntes Soft Law, weiches Recht, also Memoranda oder so ein Moratorium. Sie müssen die Anreize richtig setzen für alle Beteiligten. Und sonst kommen wir nicht zu dem Resultat, was wir wollen. Und die Problematik, die wir ja haben, wenn wir hier sprechen, wir wollen eigentlich alle dasselbe. Die Probleme sind klar. Die Ziele sind klar. Die Frage ist, wie kommen wir von hier nach da? Und als Bemerkung an die Politik, auch an Deutschland, das ist die nächste rechtliche Frage, sind die Lieferketten. Das Lieferkettengesetz geht gerade von einem Ministerium in das andere. Deutschland kann sich noch nicht so ganz durchringen, ein etwas strengeres Lieferkettengesetz zu machen. Das wäre aber vielleicht notwendig, wenn man die Fragen bespricht, wie wir sie hier gerade besprechen. Ja, vielen Dank, Herr Spiegel. Ich habe gesehen, dass Sie sich gemeldet haben. Ich würde trotzdem jetzt erstmal den ersten Film zum ersten Workshop einspielen wollen, Agrarindustrie. Und dann nehme ich Sie sofort sozusagen noch mit dran, weil das ist ja einer der Workshops gewesen, die angesprochen wurden. Und da wurden sehr, sehr gute Ergebnisse erarbeitet und vor allen Dingen auch eine Frage an das Podium. Agrarindustrie, die Sackgasse der agrarindustriellen Landwirtschaftspolitik. Das war das Motto unseres Vorbereitungsworkshops am 28. Januar mit den Gästen Gonzalo Golke, Miguel Vargas und Markus Zander. Was ist überhaupt mit Agrarindustrie gemeint? Unter Agrarindustrie versteht man eine Form von Landwirtschaft, in der Spezialisierung, Technisierung und Effizienz, wirtschaftlicher Gewinn und Massenproduktion im Vordergrund stehen. Mit gravierenden Folgen für die Natur ganzer Landstriche. Wie sieht das in Bolivien aus? Bis in die 90er Jahre beruhte die Landwirtschaft dort auf zwei Säulen, den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern und den kleinen Landbesitzenden. Mit dem Übergang zum Agrobusiness, das heißt zur modernen Agrarindustrie, änderte sich diese traditionelle Struktur rasant. Es entstanden riesige Soja-Monokulturen. Dies hatte schon Abhängigkeiten auf vielen Ebenen zur Folge. Momentan herrscht allerdings, auch bedingt durch den Klimawandel, Stagnation am Sojamarkt. Die großen Akteure der Agrarindustrie mussten umdenken, wollten sie an Produktivität und Gewinnmaximierung festhalten. Man setzt deshalb inzwischen verstärkt auf genmanipuliertes Saatgut verschiedener Pflanzen, das mit den veränderten klimatischen Umständen besser zurechtkommt. Die neue Generation Biotechnologie. Neue Sorten werden diskutiert, die Regierung hat großes Interesse an deren Verbreitung. Und die indigenen Territorien Boliviens? Sie sind besonders hart von diesen Entwicklungen betroffen. Genmanipuliertes Saatgut und Agrochemie haben die Landwirtschaft dort in den letzten 20 Jahren systematisch verändert. Hinzu kommen riesige Brandrodungen. Eine Fläche, so groß wie Niedersachsen und Schleswig-Holstein zusammen, ist ihnen bereits zum Opfer gefallen. Das sind ca. 6,4 Millionen Hektar Land. Welche Rolle spielen internationale und auch deutsche Unternehmen dabei? Ohne den großflächigen Einsatz von Pestiziden wären die Entwicklungen in Bolivien undenkbar. Ähnlich verhält es sich mit der Abhängigkeit von genmanipuliertem Saatgut. Beide Trends werden auch durch internationale Chemiekonzerne gefördert. In der EU verbotene Produkte und Wirkstoffe werden in Südamerika vermarktet. Die Anwendung von Pestiziden ist nicht weltweit verbindlich reguliert. Internationale rechtliche Standards fehlen. Ein Gesinnungswandel hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft scheint in weite Ferne gerückt, mit verheerenden Folgen für die Natur und insbesondere die indigene Bevölkerung und ihre Lebensweise. Unsere Frage an das Podium lautet daher: Welche Möglichkeiten haben Kirche und Gesellschaft, die deutsche und bolivianische Regierung zu einer stärkeren Regulierung der Agrarindustrie zu bewegen? Ja, eine wichtige Frage, Herr Spiegel, fangen wir mit Ihnen an. Welche Möglichkeiten sehen Sie?
Ich würde gerne von Van Aken, Frau Aken, nochmal verbinden, Ihre Antwort mit der Frage jetzt von Ihnen. Ich bin ganz bei Ihnen, Frau Aken. Zwei Blöcke würde ich noch gerne oder zwei Ideen mit einbringen. Neben den Sanktionsmöglichkeiten, wenn Rechte ausgehandelt werden, wer sitzt am Tisch, diese Rechte auszuhandeln? Als ich von Südamerika zurückkam und war zum ersten Mal in Brüssel und habe die Lobbyarbeit gesehen, zum Beispiel von Agrarindustrie, und wir dann von zivilgesellschaftlichen Organisationen in die Gremien reinzukommen, wo die Regeln ausgehandelt werden, da hatten wir kaum eine Chance. Das ist Punkt eins. Die zweite, die Kontrolle. Wer kontrolliert wirklich vor Ort? Wer bezahlt? Wer kontrolliert? Wie weit sind da Interessen vermischt? Also da ist, neben den Sanktionsmöglichkeiten, sind mir diese zwei Punkte noch enorm wichtig. Und jetzt die letzte Frage, die gerade gestellt wurde, dass Pestizide noch keine Rechte weltweit formuliert sind, auch da, wer wird am Verhandlungstisch sitzen? Welche Interessen werden im Verhandlungstisch debattiert und wer kann welche einbringen? Herr Gonzalo hat sehr schön gesagt, dass die Lücke zwischen Bewusstsein, zwischen Theorie und Praxis sehr stark ist. Und von daher, wie können die jeweils Betroffenen mit in die Aushandlungsprozesse eingebunden werden? Auch da gibt es rechtlich bereits Zusagen, die werden aber nicht eingehalten. Dann zu der Frage jetzt konkret, Stärkung von Regulierung. Von unserer Seite her ist die erste Forderung, die an die Politik geht, in Brüssel, aber auch in Berlin, ein Ausstieg aus der pauschalen Subventionierung. Da sind wir auf einem Weg, aber sehr, sehr langsam, dass wirklich agrarökologische Ansätze sowohl in Europa als auch weltweit gefördert werden und nicht Boden allgemein gefördert wird, weil dann nach wie vor die Erde, der Boden als kurzfristige Gewinnressource gesehen wird und nicht Menschen zu ernähren und die Schöpfung zu bewahren. Wie können wir diese Interessen zusammenbringen? Das würde ich gerne mal an Sie, Frau Dr. Flachsbart, geben, weil es ist ja in der Tat so, die Probleme sind bekannt. Eigentlich kennt man auch die Ziele, aber irgendwie der Weg dazwischen funktioniert nicht. Wer steht da auf der Bremse? Sind es die Lobbyisten? Das ist mir jetzt auch zu einfach, ehrlich gesagt, da jetzt zu sagen, wenn die bösen Lobbyisten nicht wären, dann hätten wir das alles großartig im Griff. Ich glaube, es ist anknüpfend an das, was Bischof Wilmer eben gesagt hat, es hat was mit Bewusstseinswandel zu tun. Es hat was mit der Überzeugung zu tun und letztendlich der Erkenntnis zu tun, dass wir wirklich verantwortlich sind, gemeinsam für die eine Welt. Denn ich meine, was da produziert wird, das findet Käufer und Konsumentinnen und Konsumenten. Herr Kolkma hat eben gesagt, dass der große Teil des Sojas, der in seinem Land produziert wird, den Weg nach Asien findet. Der Soja aus Brasilien findet in großen Teilen den Weg zu uns, auch nach Deutschland, auch nach Niedersachsen, und wird dort an Tiere verfüttert, an Schweine und an Hühner. Was letztendlich dazu führt, dass wir als Verbraucherinnen und Verbraucher in die Möglichkeit geraten, große Mengen an relativ preiswertem, um nicht zu sagen billigem Fleisch zu bekommen. Wir haben über die Diskussionen, die wir jetzt gerade in den letzten Wochen hatten, verstanden, dass unsere Landwirtinnen und Landwirte auch darunter leiden, dass es ein System ist letztendlich, was auf die Spitze getrieben an Effizienz und Wirtschaftlichkeit dazu führt, dass Menschen, dass Natur, dass aber auch die Tiere darunter leiden. Und da zu versuchen, da rauszukommen, einen akzeptablen Weg zu gehen, den auch unsere Landwirte mitgehen und der auf der anderen Seite in den Partnerländern meines Ministeriums dazu führt, Natur besser zu schützen. Das ist das eine. Aber zum anderen natürlich gerade den Indigenen, gerade den Frauen, gerade den Besitzern, den kleinen Landbesitzern, den Kleinbauern eine vernünftige Lebensgrundlage, auch eine wirtschaftliche Lebensgrundlage zu geben. Das ist der Versuch jedenfalls unserer Arbeit. Wir sind, wenn ich das sagen darf, weltweit einer der größten Geber, wenn es um Bodenschutz und Bodenrehabilitation geht. Wir sind auf dem Weg bezüglich der Rechtsetzung auf der einen Seite, Herr Spiegel oder Herr Bischof Wilmer haben es eben gesagt,
unser Sorgfaltspflichtengesetz, unser Lieferkettengesetz, was gerne noch ein bisschen schärfer sein könnte. Da bin ich ja sofort bei Ihnen. Aber wir sind davon überzeugt, dass es zumindest einen großen Schritt in die richtige Richtung ist, nämlich wirklich zu schauen, im Rahmen der Lieferkette, im Rahmen der Produkte, die in Deutschland verkauft werden, werden da Menschenrechte tatsächlich eingehalten? Gibt es da Kinderarbeit? Werden Frauenrechte eingehalten? Gibt es Zwangsarbeit? Werden Arbeitsschutzrechte eingehalten? Das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir das tun. Dieselbe Zielsetzung wird verfolgt auf europäischer Ebene. Das ist ausgesprochen wichtig, dass das keine nationalen Initiativen bleiben, sondern dass wirklich Europa, der gemeinsame Markt, auch gemeinsam agiert. Ich glaube, dazu hat Deutschland auch während der Ratspräsidentschaft gute Initiativen oder gute Impulse gegeben. Zweiter Punkt, der sich in demselben Komplex bewegt, ist die Frage Gesetzesvorschlag auf europäischer Ebene für entwaldungsfreie Lieferketten. Das spielt natürlich auch da hinein, also Wälder, Urwälder schützen. Ausgesprochen wichtige Initiative. Und dann kommt dazu, und ich glaube, auch das hat seinen Stellenwert und wird von unserem Haus sehr unterstützt, im Rahmen von Smart Mix an freiwillige Initiativen. Ich nenne mal Forum nachhaltiger Kakao, Forum nachhaltiger Palm. Im Bereich Orangen gibt es solche Initiativen im Bereich Kaffee, wo wir versuchen, alle Stakeholder an einen Tisch zu bekommen. Grüner Knopf im Bereich Textil, wo wir versuchen, alle Stakeholder an einen Tisch zu bekommen und tatsächlich diesen nachhaltigen Ausgleich zu befördern. Das ist das, wo wir angesichts der Problematik, die richtig und ja korrekt aufgezeigt worden ist, an der einen oder anderen Stelle wirkungsvolle Akzente zu setzen. Herr Bischof-Wilmer, es stellt sich ja der Eindruck ein, es mangelt wirklich nicht an Erkenntnissen, es mangelt nicht an Wissen darum, was man tun könnte. Ist es dann vielleicht tatsächlich das Bewusstsein, also dass eben dieser Gesinnungswandel, der ja eben in diesem Beitrag auch angesprochen wurde, noch nicht passiert und braucht vielleicht auch die Politik spirituelle Unterstützung? Oder wie sehen Sie das? Ja, vielen Dank. Ich, wenn ich Herrn Kolke sehe, sehr geehrter Herr Kolke, was Sie eben gesagt haben, kommen mir doch Parallelen zwischen Ihnen in Bolivien und uns hier in Niedersachsen. Ich lebe heute wieder in Niedersachsen. Ich stamme gebürtig aus Niedersachsen. Und ich stamme auch von einem Bauernhof, Herr Kolke. Und ich weiß, dass es hier in Niedersachsen ein Höfesterben gibt. Es gibt sehr viele Höfe, die nicht mehr existieren. Früher haben davon Familien gelebt. Frau Flachsbahn, Sie haben wahrscheinlich die besseren Übersicht, aber ich behaupte mal, dass in den letzten 30 Jahren vielleicht nur noch ein Fünftel oder in den letzten 40 Jahren ein Fünftel der Höfe übergeblieben ist. Es ist sehr groß geworden, sehr industriell bei Ihnen, Herr Kolke. Haben wir seit den letzten 20 Jahren eine Industrialisierung, also Sie reden ja von Agrobusiness, festgestellt. Es gibt genmanipuliertes Soja, alles gigantisch, alles größer, noch mehr. Und am Ende darf es nichts kosten. Also das Fleisch darf nichts kosten. Wir essen sehr viel Fleisch. Die Eier sind so billig wie noch nie. Also die Frage ist hier, welches Bewusstsein legen wir an den Tag? Und natürlich sage ich jetzt mal als Mensch, natürlich bin ich auch schwach. Das, was weniger kostet, belastet mich nicht. Und ich glaube, dass wir hier eine Hilfe benötigen, sowohl durch die Politik, also es ist kein Bashing jetzt, wir brauchen eine Hilfe durch die Politik und wir brauchen eine Hilfe durch das Recht und durch die großen Player in der Gesellschaft. Also es hängt alles zusammen. Und die Frage ist wirklich, wie leben wir so, dass wir das, was wir essen, was wir verbrauchen, dass wir dafür selbst aufkommen und also in Relation und nicht andere. Ich habe gestern in einem anderen Zusammenhang mal gesagt, also wenn ein T-Shirt bei uns nur 3 Euro kostet, dann kann etwas nicht stimmen. Und wenn wir für Fleisch und für Eier und andere Produkte so wenig bezahlen wie im Verhältnis noch nie, dann kann auch etwas nicht stimmen. Also hier brauchen wir
Regulierungen und wir brauchen eine abgerungene Solidarität in unserer Gesellschaft. Damit würde ich jetzt gleich gern nochmal konkret zu Ihnen gehen, Frau von Aken. Also welche rechtliche Hilfe können Sie leisten? Naja, wieder auf mehreren Ebenen. Also ich glaube, die Frage war ja sehr konkret, was kann die Kirche tun? Diese Antwort würde ich den anderen Teilnehmern dieser Diskussionsrunde überlassen. Aber was kann die Politik tun? Die deutsche Politik, die kann natürlich schon eine ganze Menge machen. Jetzt, was die europäische Agrarpolitik betrifft, und das, was Sie auch angesprochen haben, Bischof Wilmer, das ist europäische Kompetenz. Wenn ich das jetzt mal sehr grob sagen darf, die europäische Agrarpolitik, die Subventionspolitik war lange Zeit extrem verfehlt. Sie ist auf dem Weg der Besserung. Hoffen wir, dass es besser wird. Sie kann noch besser werden. Ja? Das betrifft aber auch natürlich den deutschen Einfluss in Brüssel, auch bei der Frage von Handelsabkommen beispielsweise. Und ich möchte noch mal ein anderes Beispiel geben. Es steht zur Abstimmung in der Schweiz ein Abkommen der EFTA-Staaten. Das sind sozusagen die Nicht-EU-Staaten innerhalb von Europa. Schweiz, Island, Liechtenstein, Norwegen. Wir haben ein Abkommen mit Indonesien. Da gab es sehr starke Bestrebungen der Zivilgesellschaft in der Schweiz zu sagen, wir wollen aber Ausnahmen für Palmöl und wir wollen kein Palmöl, weil in Indonesien der Urwald abgeholzt wird dafür. Darauf ist die Politik eingegangen. Wir haben jetzt Ausnahmebestimmungen für Palmöl. Sie haben es nicht völlig rausgenommen aus dem Abkommen, aber sie haben schon durchgesetzt, dass es Zölle nicht so weit reduziert werden und dass es spezielle Normen gibt für zertifiziertes Palmöl. Dasselbe hätten wir natürlich auch machen können in dem Mercosur-Abkommen. Da müssen aber dann mal auch die Regierungen nach Brüssel gehen, inklusive der deutschen Regierung, und sagen, wir bestehen darauf, dass wir zum Beispiel bestimmte Amazonas-Schutzbestimmungen in das Abkommen mit reinnehmen. Die Abstimmung findet in der Schweiz statt im März. Da muss man sehen, was das Stimmvolk sagt. Aber sowas ist möglich. Also es geht auch anders. Und ich glaube, das muss man sich dann halt auch mal vor Augen halten. Was die Konsumenten betrifft, und es ist ja sehr richtig, und viele von uns können sich leisten, teureres Fleisch zu kaufen. Viele können es aber auch nicht, auch in Deutschland nicht. Und da ist die Frage, was die Politik tun kann. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Abgesehen davon, und ich bin schon sehr lange Vegetarier, für mich ist das insofern einfach, aber viele Menschen wollen Transparenz, was die Lieferkette betrifft. Die wollen wissen, wo diese Produkte herkommen. Und ich glaube, es gibt schon viele Konsumenten, die das Bewusstsein haben. Aber, und das ist auch wieder, da ist die Politik gefordert, wir müssen es möglich machen, dass die Menschen wissen, wo diese Produkte herkommen, wie sie produziert wurden. Und wenn ich diese Transparenz nicht herstelle, ja, also wir reden jetzt über Ampeln, ob die Produkte gesund oder nicht gesund sind. Das ist aber nur eine Sache. Man kann auch eine Umweltampel machen und den Konsumenten ermöglichen, durch ihre Kaufentscheidungen entsprechende Anreize zu setzen für die Unternehmen. Wir haben hier ein straffes Programm. Ich muss gleich zum nächsten Workshop kommen, Agroforst. Aber bevor wir das machen, würde ich Herr Kolke Sie gern nochmal mit in die Runde nehmen. Und zwar tatsächlich konkret nochmal zu der Frage, die am Ende des Beitrags gestellt wird. Nämlich, welche Möglichkeiten sehen Sie, hat die Kirche? Wie sehen Sie das aus Ihrer Perspektive? Muy bien. Ja, gut. Ich möchte ganz direkt auf Ihre Frage antworten. Das große Potenzial der Kirchen ist das Netz an Gemeinden, an Priestern, und die dann wirklich in direkten Kontakt zu den armen Bevölkerungsgruppen stehen. Und das ist wirklich das Potenzial der Kirche, das wir nutzen sollten. Wir sollten mit diesem Netz zusammenarbeiten, um die Bevölkerungsgruppen zu unterstützen, die unsere Hilfe benötigen und die durch diese Produktionssysteme auch in Mitleidenschaft gezogen werden.
Es gibt natürlich viele Aktionen der durch das Netz der Kirchen, also dass die Rechte der Menschen geschützt werden. Aber es muss immer noch mehr getan werden. Die Zivilgesellschaft respektiert auch die Kirche und die Unterstützung der Kirchen. Aber was kann noch getan werden? Und zusätzlich zu dem, was bereits gesagt wurde, man sollte sich vor Augen halten, dass dieses Großkapital, diese Art von Landwirtschaft ein Narrativ produziert, das in den Massenmedien dann auch verbreitet wird, dass also diese Art der Landwirtschaft wirklich förderlich ist. Es geht darum, dass man sagt, dass diese Landwirtschaft gut ist, aber es fehlen einfach viele Fakten. Und es gibt zum Beispiel eine sehr große Kampagne für diese neuen Biotechnologien. Und es wird jetzt nicht mehr von Biotechnologie, sondern von technologischen Werkzeugen zur Verbesserung der Produktion in der Landwirtschaft genannt. Aber auch die Verwendung von Pestiziden, da wird nicht mehr von Pestiziden gesprochen, sondern es geht um den Schutz der Pflanzen. Das heißt, man verwendet einfach eine andere Art von Sprache, um diese Dinge zu verschönern. Und diese Sprache entspricht einfach nicht der Realität. Und ich glaube, dass man hier sicherlich noch einiges tun kann, dass man einfach hier mehr Forschung betrieben wird, mehr Fakten dargelegt werden. Denn das sind ja die Großunternehmen, die diese Art der Landwirtschaft finanzieren. Und unsere Institutionen haben einfach nicht genügend Durchschlagskraft, um ein Gegengewicht zu dieser Botschaft darzustellen, die von diesen Unternehmen dann auch verbreitet wird. Und das ist also auch noch eine Möglichkeit. Und das hier besteht also noch so ein Machtungleichgewicht. Ein letzter Punkt in diesem Zusammenhang wäre dann auch noch, dass man auch die Großinvestitionen besser kontrollieren müsste. Also zum Beispiel im Sojabereich ist es so, dass 40-50% der Produktionskosten für diese importierten Verbrauchsgüter verwendet werden müssen. Das heißt, es gibt keine nationalen Firmen, die diese Verbrauchsgüter herstellen. Das heißt, wer gewinnt dabei? Das sind also riesige Firmen. Das ist also nicht die nationale Wirtschaft, die daraus Nutzen zieht. Daher gibt es das internationale Kapital, das sehr interessiert ist an Investitionen in unserem Land und das natürlich auch Rohstoffe aus unserem Lande herausbringt. Und deswegen wären hier Kontrollmechanismen wirklich wichtig. Dazu kommen wir gleich nochmal. Ein wichtiges Gegengewicht sind natürlich auch wir als Verbraucher. Das klang ja jetzt bei dem einen oder anderen schon an. Und ich sehe hier im Chat, dass tatsächlich schon Fragen eingehen. Und Sie haben es ja am Anfang gehört. Diese Fragen, für die ist Zeit nach der Podiumsdiskussion in den einzelnen Sessions, die zu bearbeiten. Aber wir haben einen Wunsch an Sie. Wir freuen uns natürlich über das Interesse von Ihnen am Thema. Aber wir würden gerne mal wissen, also irgendwie muss ja jeder was tun. Es reicht ja nicht nur mit dem Finger auf die Politik zu zeigen oder auf die Kirche oder auf die Industrie, sondern unsere Frage ist, was sind Sie bereit zu tun oder zu lassen? Und wir wünschen uns hier eigentlich ganz konkrete Ideen. Also gibt es zum Beispiel eine Selbstverpflichtung, wie ich esse kein Billigfleisch mehr oder ich gucke genau, woher was kommt? Oder gibt es Ideen, kreative Ideen, um tatsächlich etwas anders zu machen, was ja das große Motto über unsere Diskussion ist? Also bitte in den Chat schreiben, welche Ideen haben Sie, Selbstverpflichtungen, Wetten, was sind Sie bereit zu tun, anzuregen? Und damit würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Workshop Agroforst. Agroforstsysteme, nachhaltig Land bewirtschaften. Das war das Motto eines Workshops mit den Gästen Dr. Joachim Milz, Markus Wolter, Olaf Koch und Paul Hofmann. Was ist überhaupt Agroforstwirtschaft?
Agroforstsysteme verbinden Ackerbau und Gehölzkulturen miteinander. Sie sind also Landnutzungssysteme, bei denen auf einer Fläche Gehölze, wie zum Beispiel Bäume oder Sträucher, mit anderen landwirtschaftlichen Nutzpflanzen wie Getreide kombiniert werden. Agroforstsysteme sind Teil einer nachhaltigen Landwirtschaft. Wie sieht das in Bolivien aus? Bei den Agroforstsystemen im Amazonas-Tiefland Boliviens werden Waldgärten angelegt. Der vielfältige Anbau berücksichtigt unterschiedliche Wuchshöhen und die verschiedenen Lebens- und Erntezyklen der angebauten Nutzpflanzen. Monokulturen werden dadurch vermieden und die Ernährungssouveränität der Landwirtinnen und Landwirte steigt. In den Waldgärten finden sich nach diesem Anbausystem Pflanzen wie Kakao, Ananas, Bananen und Orangen. Eine weitere Stärke von Agroforstsystemen liegt in ihrer Regenerationskraft. Hier regenerieren sich Böden, die durch Brandrodung, permanente Monokulturen und einen verstärkten Chemieeinsatz beeinträchtigt sind. Agroforstsysteme stellen eine erste Hilfe für Böden dar. Oft lässt sich bereits nach etwa 3 Jahren eine Besserung beobachten. Und in Deutschland? Agroforstsysteme sind nicht nur eine Lösung für das tropische Klima Südamerikas. Sie lassen sich auch in Europa umsetzen und stellen eine Chance für den Wandel hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft in Deutschland dar. Ein gutes Beispiel dafür ist die Ökodorfgenossenschaft Hof Sonnenwald im Schwarzwald. Auch hier werden Gehölze, Blühstreifen und landwirtschaftliche Nutzpflanzen kombiniert, zum Beispiel Gemüse oder Getreide mit Fruchthecken oder Obst- und Walnussbäumen, was sich positiv auf das Mikroklima auswirkt. Da seltener gedüngt werden muss, werden Schadstoffausträge in benachbarte Gebiete verhindert. Ebenso gelangen weniger Treibhausgase in die Umwelt. So trägt der Agroforstbetrieb dazu bei, dass die Landwirtschaft vom CO2-Produzenten zum CO2-Senker wird. Trotz der genannten Vorteile machen Agroforstflächen bislang noch einen geringen Teil der landwirtschaftlichen Produktion aus, etwa 1,6%. Obwohl ein guter und zügiger Ertrag angestrebt wird, spielen unter anderem die Verteilung von Subventionen und Förderungen eine große Rolle. Hier ist deshalb auch die Politik gefragt. Es gibt noch viel zu tun und ohne Hilfe geht es nicht. Und hier unsere Frage. Wie kann Politik für eine schnelle Verbreitung von Agroforstansätzen hier und weltweit sorgen? Und wie kann Kirche als große Landbesitzerin dabei eine unterstützende Rolle spielen? Na, und den ersten Teil der Frage gebe ich natürlich sehr gern an Sie, Frau Dr. Flachsbart. Ja, herzlichen Dank. Wir haben als BMZ 2015 beispielsweise mit der Afrikanischen Union, der Weltbank, dem World Resources Institute, den African Forest Restoration Initiative ins Leben gerufen und haben uns vorgenommen, bis 2030 durch die Etablierung von Agroforstsystemen 100 Millionen Hektar Wald und baumreiche, produktive Landschaften wiederherzustellen. Also das ist eine Initiative auf einem anderen Kontinent, das ist mir schon klar. Aber letztendlich ist es ja auch so, dass man voneinander lernen kann und schauen kann, was auf dem einen Kontinent funktioniert, mag auch auf dem anderen Kontinent funktionieren. Das, was dargestellt worden ist, dass Agroforstsysteme die intelligente Möglichkeit sind, viele Produkte, an die wir so sehr gewöhnt sind, also Ananas, Kakao, Kaffee und weitere Bananen zu produzieren, ohne Landschaft und insbesondere Böden zu zerstören, dem ist tatsächlich so, das möchte ich sehr, sehr stark unterstreichen. Wenn Sie erlauben, Frau Illes, ich möchte noch einen Einwand machen. Ich habe das Gefühl, Wir reden zu Recht darüber, was können wir eigentlich tun, und wir müssen etwas tun im Rahmen der gemeinsamen Verantwortung. Ich habe ein paar Gesetzgebungsvorhaben auf den Weg geschickt. Ich habe genannt. Ich habe gesagt, dass wir eng mit der Kirche zusammenarbeiten, dass wir eng auch bilateral zusammenarbeiten mit dem Staat Bolivien. Mir kommt, und da hätte ich die Frage an Herrn Kolke, aber auch an Herrn Spiegel, das Empowerment der Menschen vor Ort. Frauen stark machen, Kleinbauern stark machen, Kooperativen haben, Genossenschaftssysteme fördern, damit es
eine gemeinsame Marktmacht gibt, damit sie gemeinsam Saatgut einkaufen können, damit sie gemeinsam ihre Produkte verkaufen können. Das sind Dinge, die wir jedenfalls in unserer Programmatik, in unserem Eine Welt ohne Hunger Agenda immer wieder versuchen voranzutreiben. Ich habe im Moment so ein bisschen das Problem, wenn Sie erlauben, dass wir über die Menschen sprechen, aber nicht mit ihnen. Also das ist mir zumindest wichtig, Augenhöhe herzustellen. Mhm. Und deshalb die Frage über das hinaus, was wir hier ändern müssen, und wir müssen Dinge ändern, überhaupt gar keine Frage, vom Verbraucherverhalten über Gesetzgebung, die Politik hat, über Hilfsmaßnahmen, die von uns aus initiiert werden müssen. Mir fehlt im Moment ein bisschen das Miteinander, und da würde ich sehr, sehr interessiert daran sein, was Herr Kolke dazu sagt oder vielleicht auch Herr Spiegel. Das nehmen wir auf jeden Fall auf. Ich habe es nicht vergessen. Ich würde jetzt nur erstmal gerne die Frage abarbeiten, die am Ende dieses Beitrags von dem zweiten Workshop kam. Und die würde ich jetzt nochmal an Herrn Bischof Wilmer weitergeben. Denn die Kirche ist eine große Landbesitzerin. Ich hatte es am Anfang schon gesagt. Also Agroforst, ein tolles Beispiel. Wie geht es bei Ihnen da zur Sache? Ja, vielen Dank. Es stimmt, die Kirche ist eine große Landbesitzerin. Wir hier in Hildesheim haben, ich glaube, knapp 3000 Hektar verpachtet. Das meiste ist Ackerland, ein Teil ist Grünland. Die meisten Verpachtungen laufen über Kirchengemeinden. Das ist der größte Teil. In diesen knapp 3000 Hektar sind auch 5 Bauernhöfe. Und für uns ist hier wichtig, wir haben inzwischen die Pachtverträge so, auch mit Blick übrigens auf das, was Frau Flachsbart eben sagte, dass wir die kleinen Einheiten stark machen. Wir wollen die Familien stark machen. Wir möchten Pachtverträge machen, die so sind, dass sie positiv sind für die Familien, dass wir nicht von einer Generation zur anderen wechseln, noch höhere Preise. Nein, wir möchten, dass hier Generationen leben können. Erstens. Zweitens ist in den Pachtverträgen drin, das haben wir noch nicht lange, muss ich sagen, aber wir haben es jetzt drin, dass der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen verboten ist. Ebenfalls verboten ist das Ausbringen von Klär- und Rohschlamm. Mhm. Wir haben mit einem Bauernhof, jetzt einer der 5 seit einem Jahr, eine Umstellung, vernimmt der Pächter vor, komplett auf ökologischen Anbau. Das ist natürlich kostenintensiv. Das Bistum Hildesheim hat gesagt, wir unterstützen das und verringern die Pacht. Also wir senken die Pacht, um der Familie, um dem Bauern und seiner Familie die Umstellung zu ermöglichen. Und das würden wir bei anderen auch machen. Und wir haben seit einem Jahr eine Gruppe im Bistum, die heißt Projekt Prozess Nachhaltigkeit. Da gibt es einen Lenkungskreis und eine Projektgruppe, die sich wöchentlich trifft. Also wir arbeiten mit Hochdampf da dran. Es ist nicht ganz leicht, es ist alles hochkomplex. Und drin sind auch Themen, es hängt da eben doch alles zusammen, wie Landwirtschaft, aber auch Mobilität, Beschaffung von Ernährung, auch Beschaffung von Finanzen. Die Bildung ist ja ein Thema, angefangen über die Schulen, Universität, katholische Erwachsenenbildung und natürlich auch Spiritualität und Verkündigung und Mitwirkung auch in der Gesellschaft. Also wir sind an dem Thema dran. Ich muss sagen, es ist uns, auch mir persönlich, ein großes Anliegen. Gestehe, es ist noch viel Luft nach oben. Mhm. Gebe ich direkt mal zu Ihnen, Herr Spiegel, noch viel Luft nach oben. Wo sehen Sie, wo müsste sozusagen dieser Spielraum dringendst noch verkleinert werden wieder? Und natürlich auch, Herr Kolke, noch mal die Frage an Sie, die gestellt wurde, wie kriegen wir mehr Marktmacht für die Kleinen, für die kleinen Familien, für die kleinen Bauern und so weiter? Bevor wir dann natürlich zum dritten Themenkomplex noch kommen müssen. Herr Spiegel. Herr Spiegel, hören Sie mich? Mikro an vielleicht? Richtig, danke. Frau Flachsbart, ein Zitat, das haben heute wahrscheinlich sehr viele Menschen in Deutschland gelesen.
Die EU-Kommission verklagt Deutschland wegen jahrelanger Verstöße gegen geltendes Naturschutzrecht. 10 Jahre Frist abgelaufen. Da kann man viel zu sagen, könnte man den ganzen Nachmittag diskutieren, aber Rechte werden ausgehandelt, sie wird nicht eingehalten. Punkt 1. Punkt 2, gemeinsam drangehen, Empowerment, sind wir hundertprozentig dafür. Nur mir und uns ist immer wieder wichtig, wir haben, wenn wir gemeinsam sagen, nicht die gleichen Ausgangspositionen, nicht die gleichen Einflussmöglichkeiten, nicht die gleichen Machtmöglichkeiten, nicht die gleichen Zugangsmöglichkeiten. Von daher ist Augenhöhe und gemeinsam sehr gut formuliert. Aber ich habe erlebt in Brasilien, wenn wir diskutiert haben mit Agrarkonzernen, mit Cargill, Frau van Aken, was vorhin gesagt haben, wenn wir Bauern mitgebracht haben, Indigene, wir hatten nicht mal Zugangsrecht. Also gemeinsam ja, aber wie geht es, dass dann, und ein letzter Punkt, was Bischof Heiner Wilmer gesagt hat, mit Land, dann muss die Kirche dran in Deutschland. Wer bekommt die Pachtverträge? Unter welchen Konditionen? Ich habe das in meiner Heimatgemeinde versucht, aber Pirmin, sagen Sie, wir müssen dem, der uns am meisten Geld gibt, ein Abbild von gesellschaftlicher Wirklichkeit. Und noch einen anderen Punkt, den wir noch zusätzlich angehen können. Ich leide, wenn ich in den Gemeinschaftsakademien und Fortbildungsstätten den billigsten Kaffee sehe, der aufgetischt wird, anstatt fair gehandelten Bio-Kaffee. Wir, unsere eigenen Visionen, die wir versuchen konkret zu machen, wo wir für kämpfen, wo wir versuchen, Ideen von einer größeren Gerechtigkeit ins Spiel zu bringen, die halten wir selbst nicht ein. Wie können wir da im Kopf umdenken, im Herzen umdenken, mit Leib und Seele umdenken und da einen authentischen Beitrag zu leisten für es geht anders? Den Impuls von eben, nämlich dass Rechte ausgehandelt werden, aber nicht eingehalten werden, habe ich im Hinterkopf, Frau van Aken, und Sie natürlich da ganz besonders im Blick. Aber das schieben wir nochmal in den dritten Themenkomplex. Ich würde jetzt gern Herrn Kolke nochmal hören zum Thema Empowerment. Ja, vielen Dank. Es ist unausweichlich, dass für Empowerment Märkte gebraucht werden für die Armen, für die Kleinbauern, Kleingrundbesitzer. Ein interessantes Experiment in Bolivien war der Export von Kastanien. Ein typischer Baum des Amazonasgebietes. Die indigene Bevölkerung sammeln die Kastanien und verkaufen sie auf dem internationalen Markt. Und in den letzten Jahren war ein Drittel der Kastanienexporte nach Deutschland gerichtet. Das macht ungefähr 30 Millionen aus. Es ist ein kleiner Markt, aber doch sehr wichtig für den Erhalt der Lebensweise der indigenen Völker. Denn die Bäume werden nicht gefällt zur Holznutzung, sondern die Kastanien werden genutzt. Aber ein Problem mit dieser Art von Aktivitäten ist die Nachhaltigkeit der internationalen Märkte. Wenn die Preise von freien Marktmechanismen abhängen und sie dann sinken, wie zum Beispiel vor 2 Jahren, sanken die Preise und dann wird diese Art von Produktion eben sein gelassen. Jetzt schaut man, dass man in den Flüssen Gold findet und das bedeutet, dass die Böden wieder kontaminiert werden. Also das Problem ist wirklich in der Nachhaltigkeit der Märkte. Es bräuchte hier mehr Schutz, damit unsere arme Bevölkerung eben auch nicht diesen globalen Marktmechanismen ausgeliefert ist. Jemand anders sagte schon, damit diese Waldgärten funktionieren können, müssen eben auch die Bodenrechte geschützt werden. Wir brauchen mehr Rechte zum Schutz. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, dass Privatisierung von Wasser verhindert wird, von Lagunen, von Flüssen. Privatinvestitionen von einzelnen Unternehmern in Böden, Gebieten mit Zugang zum Wasser verhindert
dass das Leben der indigenen Bevölkerung geschützt wird. Also es geht um Privatisierung von Wasser, weil es Machtgruppen gibt, die das durchführen können. Und auch da müssen wir handeln, damit Wasser eben ein Allgemeingut bleibt und die indigene Bevölkerung weiterhin Zugang zu Wasser hat, einem grundlegenden Stoff für das Leben. Jetzt kam es ja schon durch sozusagen wieder die rechtlichen Möglichkeiten oder auch Muss-Aktivitäten. Da kommen wir gleich dazu. Vorher möchte ich noch ganz kurz sagen, ich sehe, die eine oder andere Idee ist hier schon eingegangen, aber ich glaube, da geht noch was. Also gucken Sie doch auch mal in Richtung vielleicht tatsächlich Wetten. Wetten, wir schaffen das bis dahin, oder also seien Sie ruhig noch ein bisschen kreativer. Ich werde das gleich auflösen, was hier eingegangen ist, aber vorher gehen wir noch mal zum dritten Workshop, nämlich die Natur klagt an, wenn sie denn könnte. Die Natur klagt an. Das war das Motto unseres Vorbereitungsworkshops am 4. Februar. Mit Torben Flörkemeier, Lina Dibowski und Schülerinnen und Schülern aus Bolivien und vom Gymnasium St. Ursula Schule Hannover. Klagen im Namen der Natur. Was ist damit gemeint? Meistens versteht man darunter zum Beispiel Klima- oder Umweltklagen, die stärkere Maßnahmen gegen den Klimaschutz einfordern und sich gegen den Abbau von Rohstoffen wie Kohle oder Uran in bestimmten Regionen, gegen den Bau großer Infrastrukturprojekte oder für den Naturschutz einsetzen. Bis Ende 2020 gab es weltweit bereits 1650 solcher Verfahren. Es klagen unterschiedliche Akteure im Namen der Natur: NGOs, Umweltverbände, indigene Völker. Es werden unterschiedliche Akteure verklagt: Staaten und Unternehmen. Es gibt Klagen auf regionaler, nationaler und supranationaler Ebene. Die Rechtsgrundlagen und die Verfahren sind jedoch verschieden und ungleich. Haben Ökosysteme Rechte und wie sieht das in Bolivien aus? Wir kennen Menschenrechte oder Bürgerrechte, aber Rechte von Ökosystemen? Im Jahr 2009 hat Bolivien diesen Gedanken aufgenommen. Seit diesem Jahr sind die Rechte der Natur in der bolivianischen Verfassung verankert. Dabei spielt der Begriff des Buen Vivir, des guten Lebens, als Staatsziel eine wichtige Rolle. Zu den Rechten von Mutter Erde gehören das Recht auf Gleichgewicht, auf Erholung und auf ein Leben frei von Kontaminierung. Ausdruck dafür ist ein Umweltgerichtshof, der 2013 in Bolivien geschaffen wurde. Auswirkungen dieses juristischen Rahmens sind bisher allerdings wenig zu erkennen. Industrialisierung der Ressourcengewinnung scheint vorrangig. Was müssten Rechte der Natur enthalten? Umweltthemen und Gerechtigkeit sollten zusammen gedacht werden. Respekt vor der Natur in der Verfassung ihren Ausdruck finden. Das Nachhaltigkeitsprinzip müsste im Grundgesetz verankert werden. Die Verpflichtung zum Schutz der Natur einklagbar sein. Eine noch stärkere gesetzliche Berücksichtigung der Weiterentwicklung erneuerbarer Energien ist notwendig. Ebenso die Förderung emissionsfreier Mobilität. Die verpflichtende Einbeziehung von Klimakosten bei der Herstellung von Gütern, beim Bau von Infrastruktur und beim Abbau von Rohstoffen müsste gesetzlich umfassender geregelt sein. Es müssen alle mitdenken, lokal und global. Denn das Eis wird dünner, die Geduld auch. Unsere Fragen lauten deshalb: Auf welcher politischen bzw. juristischen Ebene sollten Klagen für die Natur möglich sein und durch wen? Und welche Rolle sollte die Perspektive Jugendlicher im Sinne einer Generationengerechtigkeit bei Naturrechtsklagen spielen? Ja, Frau van Aken, ich glaube, das ist wirklich jetzt Ihr Themenbereich insbesondere.
Ja, danke schön. Danke sehr für dieses Video. Das war toll gemacht und ich glaube, die Probleme hat es auch schon angesprochen. Es hat auch schon angesprochen, dass es Klagen gibt. Ich würde mal sagen, da hat sich auch viel verändert und ich glaube auch die Gerichte, die Rechtsprechung hat sich auch geändert. Grundsätzlich ist es mal so, die Natur ist die Natur, die kann erstmal nicht klagen. Ja? Also stellt sich dann die Frage, wer darf denn für die Natur klagen? So, und wenn ich jetzt mal von den verschiedenen Rechtsordnungen ausgehe, die sind ganz unterschiedlich. Also in den USA gibt es Citizen Suits, also so Bürgerklagen, da können Sie was einklagen. Deutschland hat sich, ich sag mal, sehr langsam bewegt, eigentlich über die Aarhus-Konvention, die eine Umweltschutzkonvention ist, eine internationale Konvention in Europa, wo wir NGO-Klagen zulassen. Die deutsche Rechtsordnung mag sowas eigentlich nicht, überhaupt nicht. Aber wir mussten es halt machen. Ich erinnere die Diskussion vor 15 Jahren, etwas länger her, 20 Jahren, über die Aarhus-Konvention. Wir müssen dort insofern unsere Prozessrechte ändern, wenn wir sogenannte altruistische NGO-Klagen zulassen. Was wir sehen, sind Klagen von Bürgern, auch vor internationalen Gerichten, was den Klimawandel betrifft. Es ist eine Klage hängig am Europäischen Menschenrechtsgerichtshof von portugiesischen Jugendlichen, die sagen, es betrifft unsere Menschenrechte. Das betrifft schon mal vielleicht die Frage der Generationengerechtigkeit. Viel wird abgestimmt über Menschenrechte. Das Gleiche passiert im Interamerikanischen Gerichtshof, wo 2018 sehr klar gesagt wurde, Umweltschutz ist eine Frage der Menschenrechte. Und diese Schutzverpflichtung der Staaten gilt nicht nur für ihre eigene Bevölkerung, sondern gilt auch außerhalb ihrer eigenen Grenzen. Ja, also der Interamerikanische Gerichtshof ist da weit gegangen. Wir haben keinen internationalen Umweltgerichtshof. Den gibt es nicht. Das heißt, dort kann bislang nicht geklagt werden. Das heißt, momentan geht es entweder über nationale Gerichte, was die Ebene betrifft, wie zum Beispiel in Holland, wo der Oberstgerichtshof klar der Regierung gesagt hat, ihr seid nicht gut genug in euren Plänen, was den Klimawandel betrifft, ihr müsst es präzisieren. Es gibt eine Schutzpflicht. Oder wir gehen über die internationalen Menschenrechtsgerichtshöfe. Ja? Und dort sind teilweise die Klagen eben noch hängig, wie in Europa. So sieht es momentan aus, das ist die Rechtslage. Okay, in dem Beitrag klang das ja sehr faszinierend, dieses Gesetz für ein gutes Leben, Frau Dr. Flachsbart. Aber wenn ich es richtig weiß, hapert es eben auch da an der Umsetzung. Also es steht schön da, aber das BMZ hat wohl seine bilaterale Zusammenarbeit mit Bolivien sozusagen beendet, weil eben doch nicht genug passiert. Wie kommen wir raus aus dem Dilemma? Ja, wir haben die internationale Zusammenarbeit im Rahmen eines Reformprojektes oder Prozesses, das wir BMZ 2030 nennen, stärker fokussiert. Wir beenden nicht irgendwie einfach nur Zusammenarbeit, sondern die bilaterale Zusammenarbeit, ja, die wird ausgefasst. Also das dauert noch bis 2025 tatsächlich. Dafür bleibt aber die Zusammenarbeit auf Ebene der Kirchen, zum Beispiel der politischen Stiftungen, der Zivilgesellschaft. Also deshalb gibt es dennoch weiter auch Kontakte zur bolivianischen, zu Bolivien. Der Punkt ist, Sie haben mich eben vorgestellt, auch als langjährige Bundestagsabgeordnete. Das ist eine faszinierende Idee, Frau von Aken, dass man Rechte hat, die auch international einklagen kann. Aber das, was dann passieren muss, ist das, was passiert. Also, dass in der Realität, in der Lebenswirklichkeit der Menschen sich auch tatsächlich etwas ändert. Und sie erlauben, dass sich das eher in konkreten Gesetzgebungsmaßnahmen vor Ort sehe und wenn ich mein Haus angucke, in konkreten Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel. Bei uns sind die natürlichen Ressourcen geschützt im Grundgesetz. Also der Staat muss die natürlichen Ressourcen und die Tiere schützen, Artikel 20a. Klar, aber darauf basierend dann
Es ist die Umweltgesetzgebung, ist die Gesetzgebung für erneuerbare Energien, sind viele andere Gesetzgebungen, die machen es eigentlich erst konkret und wirklich, wirklich anfassbar. Und genau das ist es, wo wir versuchen, mit Partnerregierungen eben genau in dieser Art und Weise zusammenzuarbeiten, wenn es um Klimaschutz geht, wenn es um Vermeidung von Klimafolgen Klimaänderungsfolgen geht, wenn es um Etablierung von erneuerbaren Energien geht und so weiter und so weiter. Das ist es eigentlich, was wir machen. Deshalb, ja, es wäre vielleicht auch schön, wenn es einen internationalen Umweltgerichtshof gäbe. Manchmal, und das mag jetzt bitte nicht zu despektierlich und auch nicht zu defätistisch sich anhören, es gibt auch internationale Menschenrechtsgerichtshöfe. Zum einen dauern die Verfahren ewig. Und zum anderen, was ändert sich denn tatsächlich, wenn dort Recht gesprochen worden ist? Also ich plädiere hier nicht auf gar keinen Fall dafür, dass es keinen Menschenrechtsgerichtshof mehr gibt. Ich plädiere nicht auf gar keinen Fall, dass es nicht internationales Umweltrecht geht. Nur ich glaube, dass wir, wenn wir tatsächlich Unrecht und Problematik auf der Welt sehen, möglicherweise noch direktere Möglichkeiten haben zu interagieren. Das ist der eine Punkt, den ich sagen wollte. Der andere vielleicht noch kurz hinterher. Wir begrüßen sehr, und auch ich als Politikerin begrüße sehr, auch wenn es manchmal schwierig ist, es auszuhalten, dass unsere junge Generation im Rahmen von Fridays for Future zum Beispiel mit so viel Nachdruck und so viel Selbstbewusstsein und so viel Verantwortungsgefühl auf die Straße gehen und uns Politikern, vielleicht auch den Kirchen, die Leviten lesen und uns sagen, es ist unsere Zukunft und nun seht zu, kommt in die Pötte, dass sich an unserer Lebenswirklichkeit etwas ändert. Und der allerletzte Punkt, lieber Bischof Wilber, lieber Herr Pilgrim-Spiegel, da die Zusammenarbeit zwischen Kirchen und unserem Haus noch mehr in der Bildungspolitik, in der entwicklungspolitischen Bildungspolitik, auch in unserem Land unterwegs zu sein, dass wir, die wir in den letzten 8 Jahren unseren Haushalt haben verdoppeln können, im BMZ von ungefähr 6 Milliarden auf 12 Milliarden, dass wir dafür auch in unserer Gesellschaft Zustimmung bekommen. Und dass man nicht sagt, wie es ja auch eine Fraktion im Deutschen Bundestag gibt, die sagen, wieso, es gibt so viel Leid hier in Deutschland, gebt lieber das Geld hier in Deutschland aus, als dass ihr es in der Welt herum verstreut. Dass wir da sozusagen starke Stimmen in der Gesellschaft haben, die uns unterstützen in dem, was wir tun. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und da ist Kirche natürlich immer eine wichtige, mahnende Stimme, die eben an unsere gemeinsame Verantwortung appelliert. Und da freue ich mich sehr über die Zusammenarbeit. Mit Blick auf die Uhr kann ich jetzt leider nicht mehr alle Fragen stellen, die ich gerne stellen würde. Aber es gibt ja noch die Sessions nach unserer Podiumsdiskussion, wo dann Platz ist für weitere Fragen. Aber in dem Beitrag am Ende war ja noch mal explizit auch die Frage nach der Generationengerechtigkeit. Und da möchte ich noch mal zu Ihnen kommen, Herr Bischof Wilmer. Wie kriegen wir das hin, Generationengerechtigkeit? Ein Punkt zeigt sich an dieser Veranstaltung. Wie geht Generationengerechtigkeit? Ich finde es großartig, wie die Schülerinnen und Schüler der Ursula-Schule in Hannover zusammengearbeitet haben mit den jungen Menschen in Bolivien, um diese wunderbar gestalteten Clips, bei denen ich viel gelernt habe, auf die Beine zu stellen. Wie kriegen wir das hin? Ich glaube, dass wir Hoffnung brauchen. Wir brauchen wirklich Hoffnung, dass wir diese Welt gestalten können mit einem Gewissen, dass wir Verantwortung ablegen vor anderen Menschen, auch vor Gott, auch vor unserem Schöpfer. Und Papst Franziskus weist ja darauf hin, auf den Schrei der Mutter Erde. Und er sagt, die Erde ist die Ärmste unter den Armen. Und ich glaube, dass gerade die jungen Menschen, die Jugendlichen und auch diejenigen, die auf die Straße gehen, genau das so sehen, das empfinden. Und wir brauchen hier eine Verbindung. Meine Rolle hier ist nicht so sehr, um den Jungen was zu sagen, sondern ich möchte eher umgekehrt sagen, was können wir auch in der Kirche von den jungen Leuten lernen, von ihrer Energie, von ihrer Nachdrücklichkeit, auch von
ihrem klaren Blick, dass es nicht darum gehen kann, nur innerhalb einer Lebensspanne zu denken, sondern was hinterlassen wir unseren Kindern, Enkelkindern, Verwandten und so weiter. Also wie halten wir zusammen? Und vielleicht auch ein Punkt, was mich auch wirklich berührt ist, Papst Franziskus sagt ja in dem Dokument Laudato Si von 2015 zum ersten Mal innerhalb der Kirchengeschichte, zum ersten Mal innerhalb von 2000 Jahren, sagt er, es gibt einen Eigenwert der Natur. Mhm. Die Natur ist nicht nur von Nutzen und Zunutzen der Menschen. Und das klagen auch viele Menschen ein, auch die jungen Leute. Und von daher, ich finde es schon richtig, dass wir über die Rechte der Natur nachdenken, wenngleich das sehr komplex ist, gebe ich zu verstehen. So viel vielleicht von mir. Ja, wir sind leider so gut wie am Ende dieser Diskussionsrunde hier, aber ich möchte natürlich gerne noch die Ideen ein bisschen vorstellen, die eingegangen sind. Es gibt natürlich einige Ideen, die in die Richtung gehen, was man eben ganz schnell umsetzen kann, nämlich eben keine Billigprodukte kaufen, möglicherweise sogar keine tierischen Produkte essen, bio, regional, fair. Es gibt auch die Idee einer True-Cost-Initiative, also tatsächlich transparent zu machen, was kostet das eben, wenn man auch die Böden vergiftet oder Menschen die Lebensgrundlage nimmt, das mit einzupreisen. Was ich ganz interessant finde, ist die Anregung von einem Art Solidaritätszuschlag, also eine Steuer für ökosoziale Transformationen, und der Gedanke der Solidarität, auch der globalen Solidarität, kommt dann durchaus öfter. Das Erzbistum Freiburg hat sich gemeldet mit einer Initiative Fair na logisch. Kann man sich vorstellen, worum es geht, nämlich um faire Bedingungen. Das Bistum Speyer hat sich gemeldet mit der Aktion Trendsetter Weltretter. Sehr schöner Reim. Dann gibt es noch die Anregung, Steuer und Zoll auf Pestizideinsatz zu erheben, globales Lernen in den Lehrplan mit aufnehmen, Erlebnispädagogik, alle insbesondere Landtags- und politischen Kantinen mit fairen Produkten nur noch bestücken oder politische Veranstaltungen. Frau Dr. Flachsbart, das machen Sie wahrscheinlich sogar schon. Wachstumsverweigerung. Und Herr Bischof Wilmer, wie wäre es am Sonntag in dem Gottesdienst, das Thema mit einzubeziehen und über die Reduktion des Fleischkonsums zu sprechen? Ja, ich komme zur Schlussrunde und ich muss Sie wirklich bitten, nur einen Satz von jedem. Und diesen Satz soll sich bitte drehen um, es gibt ja auch im nächsten Jahr wieder eine Fastenaktion. Das Motto dieser Veranstaltung ist: Es geht anders. Was geht bis zum nächsten Jahr anders? Von jedem bitte nur einen Satz. Wer fängt an? Frau von Aken? Uff, ja, also bis zum nächsten Jahr, glaube ich, müssen wir alle über unsere Speisepläne gucken. Das wäre, glaube ich, das, was am nächsten liegt. Okay. Herr Spiegel, machen Sie gleich weiter. Dass wir alle versuchen, mehr zuzuhören, gerade denen, die leiden und die vergessen zu werden scheinen. Herr Kolke? Wir müssen uns einfach noch stärker und intensiver einsetzen, einfach härter arbeiten. Herr Bischof Wilmer? In einer Krise, aus einer Krise kommt niemand allein heraus. Nur wenn wir stärker zusammenhalten, haben wir eine Chance. Frau Staatssekretärin. Ich überlege mir immer wieder, welche Folgen haben mein Handeln für andere Menschen? Sehr gutes Prinzip. Wunderbar. Sie waren sehr diszipliniert. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für diese sehr, sehr interessante Diskussion. Natürlich konnten wir nicht alles bewegen, was man in diesem Themenzusammenhang noch hätte bewegen können. Jetzt geht es ja auch weiter in den Sessions. Ich denke, es waren aber viele, viele gute Anregungen. Herzlichen Dank dafür. Und damit gebe ich jetzt ab wieder an Frau Dr. Bendels. Ja, vielen Dank. Liebe Frau Ehles,
Vielen Dank den Akteuren auf dem Podium für die eindrücklichen Schilderungen und die engagierte und differenzierte Diskussion. Wir wollen eigentlich alle dasselbe, hat Frau van Aken am Anfang gesagt, aber wie kommen wir dahin? Wer steht auf der Bremse? Staatssekretärin Flachsbart hat gesagt, wir müssen mal in die Pötte kommen. Es fehlen noch eine ganze Reihe von Dingen, habe ich verstanden. Es fehlen bessere rechtliche Regulierungen. Es fehlt die bessere Durchsetzung dieser Regulierung. Es fehlen andere Zugänge zu Verhandlungen auf verschiedenen Ebenen. Und für andere Menschen auch, als für die, die bisher schon immer mitverhandelt haben. Es fehlt mehr direktere Zusammenarbeit, ein klareres Verbraucherverhalten. Es fehlen Vorbilder, vor allem in der Kirche und in der Bildung. Wir müssen auf unsere Speisepläne gucken. Wir müssen noch mehr zusammenarbeiten, noch mehr zuhören und härter arbeiten. Ich glaube, am Ende läuft es ja oft auf härter arbeiten hinaus. Und ich fürchte, das ist in dem Fall auch so. Auch wenn man lieber was anderes hören würde, dass es sich nämlich von alleine regelt. Das tut es nicht. Wir haben nicht so, oder Sie haben nicht so viel gestritten, aber dafür haben Sie sich und uns allen genug Hausaufgaben aufzugeben, dass wir auch gar keine Zeit hätten zum Streiten. Das machen wir an anderer Stelle. Es geht jetzt noch weiter. Zumindest für die Zuschauer, die nicht nur dem Stream folgen, sondern sich wirklich angemeldet haben, und für unsere Gäste auf dem Podium geht es jetzt noch weiter. Denn in virtuellen Räumen können Sie jetzt noch miteinander sprechen. Und zwar mit Bischof Dr. Heiner Wilmer, mit Pirmin Spiegel, mit Professor Dr. Anne van Aken, mit Gonzalo Kolke. Und in Vertretung der Staatssekretärin, die jetzt unmittelbar zu ihrem nächsten Termin muss, haben wir hier Sebastian Lesch aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der da mit Ihnen in Diskussion kommen kann. Wir haben außerdem auch noch die Vertreter unserer Workshops da, um mit Ihnen zu sprechen. Wenn Sie also da noch etwas Besonderes interessiert zu den Themen, dann gehen Sie in diese Bereiche. Einer der Referenten, Herr Flörkemeier, für den dritten Workshop kam gerade per E-Mail einen Unfall, sodass für den dritten Workshop da niemand sein wird. Das bitte ich zu entschuldigen und wünsche Herrn Flörkemeier, dass es nicht so schlimm war und dass es schnell wieder gut wird. Ja, die anderen beiden Workshops sind aber vertreten. Sie finden alle diese virtuellen Räume, wenn Sie die Bühne hier verlassen, in dem Bereich Sessions. Auf jedem Raum steht dann auch, wer oder was Sie hinter der Tür sozusagen erwartet. Sie können sich alternativ auch miteinander vernetzen oder zusätzlich in einer Art Blind Date. Das geht im Bereich Netzwerken. Die Talks in den Einzelräumen beginnen um 17.45 Uhr und enden gegen 18.15 Uhr. Das heißt, Sie haben vorher noch etwas Zeit für eine kleine Pause oder Sie beginnen schon mal mit dem Netzwerken. Sie können die Sessions, also die Sessionräume, auch erst 5 Minuten vor der Session sehen. Vorher ist da noch nichts. Nach heute Abend geht die Eröffnung der Miseria-Fastenaktion natürlich noch weiter. Am Sonntag um 10 Uhr in der ARD mit dem Eröffnungsgottesdienst aus dem Mariendom in Hildesheim. Und danach wieder online ab 11 Uhr der Fastentalk mit Andrea Balschuh und Gästen. Liebe Gäste, Ihnen ebenfalls vielen Dank für das Mitdenken, für die Ideen, die Selbstverpflichtung. Nehmen Sie sich da bitte dann auch ernst. Und vielen Dank den Impulsgebern und Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Workshops. Besonders herzlich den Kooperationspartnern natürlich und, das muss ich an der Stelle sagen, dem sehr tapferen Team, das die Erklärvideos nachts und an den Wochenenden produziert hat. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Jetzt allen Ihnen noch gute Gespräche, interessante Begegnungen und einen schönen Abend. Vielen Dank.